Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nerobox von Vega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nero von Vega, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier eine sehr spezielle Verpackung, denn diese Box war noch zusätzlich in einem Karton eingepackt. Und nicht nur das, dieser Karton ist auch noch mit einem Sticker hier versehen. Artist Vega, Titel Nero plus Barcode und die FVN Seriennummer. Und dann haben wir hier noch einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass sich darin noch eine DVD befinden wird. Gut, dieser Karton ist um die eigentliche Box noch drumherum. Wir haben hier dann auch noch Luftpolsterfolie zusätzlich. Und hier kommt das eigentliche Stück dann, die Box an sich, zum Vorschein. Wir werden das Ganze mal aus dem Karton rausholen. Machen diesen an der Stelle wieder zu. Und lassen das so liegen, damit wir am Ende dann diese Holzbox wieder so einpacken können. So. So sieht dann die eigentliche Box aus. Also wir haben hier, recht ungewöhnlich im Deutschrap, es gab schon ein paar, aber doch sehr, sehr selten, Holzboxen. Und zwar haben wir hier eine Holzbox mit relativ dunkler Maserung und dann haben wir hier Nero in einem Lorbeerkranz stehen. Das Ganze in so einem schwarz- bzw. dunkelbraun. Die Box rundum in dieser dunklen Maserung. Wirkt jetzt gar nicht so dunkel durch die Beleuchtung hier, aber es ist in der Realität doch sehr dunkel gehalten. Das Ganze lässt sich dann hier seitlich öffnen. Bedeutet, der Deckel wird hier aufgeschoben und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir das Album an sich in der Premium Edition und eine Autogrammkarte. So. Sieht dann die Box von innen aus. Wir machen das mal wieder zu. Mittels dieser Schiebevorrichtung. Jawohl. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Packen den Rest dabei zur Seite. Am 11.01.2013 erschienen. Es ist das dritte Soloalbum von Vega mit dem Albumtitel Nero. Zu dem Albumtitel kurze Info, es hat zwei Bedeutungen. Und zwar einmal natürlich die Anspielung auf den römischen Kaiser Nero. Und der wurde unter anderem dafür bekannt, dass er Rom angezündet hat. Aber es hat auch eine zweite Bedeutung und zwar ist im Italienischen Nero schwarz. Also die Farbe schwarz heißt auf Italienisch Nero. Jawohl, und schwarz spielt auch hier eine Rolle, denn das gesamte Artwork ist hier in schwarz gehalten, sowie auch das T-Shirt und die Autogrammkarte. Gut, genug damit. Wir haben hier einen wunderschönen Pappschuber, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir hier, man sieht es in so einer Glanzoptik und das ist auch hier eingeprägt, also hier so speziell noch vertieft, hier so imprägniert. Nero inklusive dieses Kranzes. Darunter lesen wir dann Divide et Impera, also Teile und Herrsche, Premium Edition. Darunter haben wir Freunde von niemand, darüber das Vega-Logo, ist in so einer Steinoptik, sieht echt sehr mächtig aus. Hier auf der Seite schwarz und auf der Rückseite dann das Vega-Logo inklusive Barcode. Es ist ein sehr dicker Pappschuber, also auf jeden Fall ein sehr stabiler, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Dann kommen wir, also hier unten und hier oben haben wir dann auch noch Albumtitel plus Interpret stehen. Jawohl. Und dann kommen wir zum Album an sich. Dieses kommt dann in einem Digipack. So sieht das aus. Jawohl, also gestaltet wie auch schon der Pappschuber, nur eben von den Farben her etwas dünkler und hier nicht mehr mit diesem Glanzeffekt, aber sonst alles ident. Auf der Rückseite haben wir spannenderweise keine Tracklist, sondern wir haben hier in diesem Fall den Interpreten Vega abgebildet in so einer römischen Rüstung mit einem Kranz auf dem Kopf. Und dann haben wir noch die Social Media Auftritte
von Freunde von ihm und Vega und die Credits zum Album. Scheinbar gab es dieses nur in dieser limitierten Box und nicht regulär zu kaufen, denn wir sehen, hier gibt es keinen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal einen Bonus-Download-Code und das Booklet. Wir schauen uns mal kurz diesen Download-Code an. Der ist hier in einer, also der ist hier auf einem Zettel wie so ein Infoflyer. Und zwar lesen wir hier, Download unter freundevonjemand.de Vega Nero Bonus. Dann haben wir einen Download-Code. Und dann haben wir hier Bonus-CD 1, 2, 3, 4 Tracks. Also 3 Bonus-Tracks und ein Bonus-Remix. Und dann haben wir noch die Infos zu diesem Album bzw. zu diesen Bonus-Tracks. Sehr schön. Machen wir mal zur Seite. Dann kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Auf der Rückseite hier das Logo von Frankfurt. Der Frankfurter Adler. 5 Kronen in der Juice, 5 Tote, wenn ich's tue, und wenn ich sterbe, legt mir 5 Rosen in die Buff. Ja, das ist eine bekannte Textzeile von Vega. Ich glaube, das stammt aus dem Intro. Dann haben wir hier eine unfassbar lange Danksagung. Ja, unter anderem wird hier auch seinem Hund gedankt, nämlich Simba. Sehr schön. Ein Australian Ridgeback, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ein weiteres Zitat und eine Fortführung dieser Danksagung, die sich hier echt über 4 Seiten erstreckt. Dann haben wir jede Menge Fotos, das dürften Supporter-Fotos sein. Beziehungsweise nein, nicht nur Supporter-Fotos, sondern vor allem Tour-Fotos. Also hier so hinter den Kulissen Vega und die Freunde von Niemand, die wir hier so in privaten Momenten erleben. Dann, es ist unfassbar, diese Danksagung geht hier noch weiter. Also hier insgesamt 6 Seiten mittlerweile. Und dann haben wir noch 2 Seiten einen Gruß. Ja, das ist nicht schlecht. So sieht das aus. Hier auf der Rückseite kommt dann das hier zum Vorschein. Es wird schwarz. Dann haben wir hier 11.1.13. Wieso? Das ist, wie gesagt, das Release-Date des Albums. In diesem Fall in römischen Ziffern. Dann kommen wir schlussendlich zu der Tracklist. Hier haben wir die Tracks auf Disc 1. Hier lesen wir Features von Bosca, Timeless, Motrip, Raf Camora und David Pino auf 15 Tracks verteilt. Und Disc 2 sind überraschenderweise keine Instrumentals, nein, sondern die Live-DVD. Daher auch der FSK 16-Hinweis, den wir auf dem Karton hatten. Dann haben wir hier noch die ganzen Infos zum Album, wer hat da produziert, gemischt, gemastert etc. So sieht das dann aus. Das ist hier CD Nummer 1, also das Album. Hier kommt dann auch römisch 1 zum Vorschein dahinter. Und dann haben wir natürlich hier Nummer 2. Wenn es rausgeht, ja. Und zwar ist das hier Vega Live. Und hier haben wir dann römisch 2. Gut, so viel zu dem Album und der DVD. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Auch hier sehen wir wieder Vega in seiner prächtigen Rüstung. Und dann hier mit goldenem Stift unterschrieben Vega. Und auf der Rückseite haben wir dann noch Nero ab 11. Januar 2013 überall erhältlich. Ja, genau das war es. Habe ich ja gekauft. Und jetzt kommen wir auch zum Shirt. Ich schüttel das nur kurz, weil hier natürlich so diverse Holzfasern oder Holzkrümel noch drauf waren. So, wir haben hier, wie zu erwarten war, ein schwarzes Shirt. Hier haben wir wieder den Kranz, den Lorbeerkranz. Dann lesen wir hier, es wird schwarz, 11.1.13. Wie gesagt, das Release-Date des Albums. Und darunter dann Divide et Impera, also Latein, teile und herrsche. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter. Und wir haben es hier zu tun, was mich sehr freut, mit einem Gilden Softstyle in der Größe M. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Warum freue ich mich? Weil es Größe M ist und nicht wie sonst immer Größe L. Und mir generell M deutlich besser passt als L.
So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dann natürlich die Autogrammkarte im Hochformat, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 19 Tracks, wenn man die Bonustracks dazu nimmt, plus natürlich der Live-DVD. Und das Ganze kommt hier in diesem wunderbaren Pappschuber. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Nero von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.